Hallo und herzlich willkommen in der Welt von Goonicon zu einem absoluten Knüller zum Start im Jahr 2019. Es gibt den einen YouTuber namens der Daniel. Link zu seinem Kanal natürlich in der Videobeschreibung. Geht vorbei, schaut euch den Typen an, der ist so genial. Und jetzt kommt's. Der hat einen Song für Goonicon geschrieben. Das ist also wie folgendermaßen. Der macht Leute, die er auf YouTube kennt oder die er sonst mag, da schreibt er Songs für die. Und ich habe so einen bekommen jetzt. Also es gibt jetzt offiziell einen Goonicon-Song. Und den ziehe ich mir eben mal direkt rein. Und was dann mit Goonicon passiert, wenn er seinen eigenen Song zum ersten Mal hört, vom Daniel, schaut's euch an, zieht's euch rein. Es geht los. Oh Leute, ich bin so gespannt. Hallo und herzlich willkommen in der Welt von Goonicon. Wir stecken hier so richtig fett in der Scheiße. Der Daniel, der wird schon treffen. Und er trifft nicht, okay. Oh, das war aber ein geiler Move. Nicht so schlecht. Goonicon, der eindeutige Beweis. Es gibt gute YouTuber auch da unten in der Schweiz. Denn er hat nicht nur eine Stimme, die dem Daniel beliebt. Er hat den richtigen Humor und spielt gern Games mit Strategie. Die Welt von Goonicon ist das, wohin er uns entführt. Mit jedem neuen Video öffnet er die Tür hinein in eine Welt der schönen Dinge. Eine Welt des Guten. Um den Tag zu retten, braucht es manchmal nur 30 Minuten. Goonicon, lass die Spiele beginnen. Dafür braucht es manchmal einfach keinen tieferen Sinn. Und bist du regelmäßig in den Kommentaren dabei, benennt er vielleicht auch jemand nach dir bei XCOM 2. Ich bin immer bereit. Oh yeah, Easy Rider. Ich bin immer bereit. Oh yeah, Easy Rider. Immer bereit. Oh yeah, Easy Rider. Und oh yeah. Oh, wo müssen wir hin? Jetzt geht's wieder rund, Leute. Jetzt geht's wieder rund. Oh ja. Oh ja. Hey. Was für ein geiler Sprung. Da hätten wir aber hochkommen müssen. Das war jetzt aber voll der Cheat hier. Man merkt einfach beim Schauen, wie viel Freude er hat an jedem einzelnen Tag, in jedem einzigen Part. Und das färbt ab. Naja, zumindest auf mich, darum empfehle ich den Goonicon für dich. Was? Man merkt einfach beim Schauen, wie viel Freude er hat an jedem einzelnen Tag und in jedem einzigen Part und das färbt ab. Naja, zumindest auf mich und darum empfehle ich den Goonicon für dich. Ich bin immer bereit. Immer bereit. Oh yeah, Easy Rider. Ich bin immer. Oh yeah, Easy Rider. Immer bereit. Oh yeah, Easy Rider. Und oh yeah. Oh Leute, es geht doch noch. Boah, jetzt haben wir riesig Glück gehabt. Jawohl, erwischt. Komm in meine Arme. Komm doch. Immer noch kein Treibstoff, das kann doch nicht dein Ernst sein. Da kannst du jetzt deine Fische meinetwegen fischen. Das ist mir doch scheißegal. Okay, 3, 2, Hudiba, Huda! Ich bin immer bereit. Oh yeah, Easy Rider. Ich bin immer bereit. Oh yeah, Easy Rider. Immer bereit. Oh yeah, Easy Rider. Und oh yeah. Ich bin überrascht. Ich bin echt überrascht. Ja, liebe Leute, das haben wir ja gut hingekriegt. Mensch, Daniel, was war das denn? Das geht doch nicht. Das. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf das nächste Mal. Das macht doch die Welt von Goonicon genau zu dem, was sie ist. Ein Ort, an dem man Freude und Spaß teilen kann. Und in dem Sinne bin ich froh, wenn du auch beim nächsten Projekt mit dabei bist und sage bis dahin Tschüss und Ciao aus der Welt von Goonicon. Boah, Leute. Boah, Daniel, Mensch. Mich hat's volle Kanne, volle Breitseite erwischt, das kann ich euch sagen.
Leute, besucht den Daniel. Der Daniel, der ist echt... Der ist echt der absolute Knaller. Der macht so geilen Content und... Ich meine, der schreibt so einen Goonie-Song. Jetzt mal im Ernst, einen Goonie-Con-Song. Oh, Leute. Hab mich echt kalt erwischt, das kann ich euch sagen. Man erwartet halt vieles. Und als er mir gesagt hat, es gibt einen Goonie-Song, ich meine, ich war von dem Moment an war ich schon nervös, aber wenn du das dann hörst und da irgend so ein super geiler Typ irgendwas über dich zusammenrappt, ich meine, das hat ja ordentlich viel Zeit gebraucht auch. Und der kann ja nicht einfach so irgendwas loslegen. Leute, das hat mich kalt erwischt. Ich muss mich jetzt auch echt zusammenreißen, denn ich bin nicht so gut in solchen Dingen. Da werde ich schon mal ziemlich emotional und sowas habe ich noch nie erlebt, ganz ehrlich. Und Daniel, was soll ich sagen? Du bist der geilste Typ, Mensch. Du bist der geilste Typ. Leute, besucht den Daniel, der hat es echt verdient. Einer der absolut genialsten YouTuber. Link natürlich in der Videobeschreibung. Besucht ihn, liked seine Videos, ballert den Abo-Button. Ich mag den Kerl echt. Daniel, vielen, vielen Dank und Easy Rider.